Willkommen zurück zu Let's Play Blue Dragon Awakened Shadow. Und ich habe fast vergessen, dass wir hier lang müssen, wenn da oben nicht dieses Dings wäre. Dieser kleine Abschnitt, wo wir die Truhe im letzten Part geholt haben. Ja, ich frag mich, wie lange diese Höhle noch geht. Wenn die Quest lautet, Fushira hier ein Abenteuer zu begleiten, bedeutet, ich erwarte hier einen Boss. Ja, also... wäre komisch, wenn nicht, weil wir sollen erkunden... Wir tun's dann und wenn, dann muss da ja irgendwas Großartiges sein eigentlich. Nehme ich jetzt einfach mal so an. Stirb, Macht des Feuers. Autsch. Das tat weh. Was war das für ein Angriff? So ehrlich jetzt. Aua, noch einer da. Autsch. Weh, du heiler Held, heilst ihn gleich. Ja, er kann sich selbst heilen, das ist nicht so wichtig. Das habe ich mal gesehen. Das sage ich jetzt, wo ich weiß, dass sie sich selbst heilen können, dass ich sie nicht töten kann. Das ist immer toll. Abenteueranzug. Haben wir den schon? Egal. Werde ich ja sehen, wenn ich das nächste Mal kombiniere. So, wie weit geht diese Höhle noch rein? Hier ist nichts, was wir nehmen oder machen können. Und hier geht's noch irgendwo rein. Und ein Speicherpunkt, eine Barriere. Wow. Gut. Hallo. Oh ne, da hinten ist so ein Grüner. Wieder mal. Amethyst, Amethyst und Dios Restore. Toll. Achso, ich dachte gerade, ich hätte zu wenig MP. Nein. Du ziehst viel zu viel. Kannst aber auch verteidigen. Das tut gar nicht weh, weil mich da ständig irgendwer heilt. Also, das macht nun gar nichts. So, und hier ist eine Kiste mit noch einem Monster. Natürlich. Ich will die Kiste. Aua ab. Aua ab. Ich will die Kiste. Große Zweibeinhexe. Netter Name. Nicht. Kiste aufmachen und wir bekommen ein Dinosaurierfossil. Ich will immer noch wissen, was die bringen. Moment, da drüben. Ich will die ganze Karte sehen. Wie kommt man da hin? Oh, toll, Barriere. Ha, ha. Ha, natürlich. So, und hier ist nichts. Nicht meine Kiste. Nicht mal. Nein. Die grüne Kiste. Ich will da hin. Ich will da sofort in diesen kleinen Abschnitt. Sofort. Mal sehen, hier gibt es schon wieder zwei Richtungen. Dann würde ich sagen, gehen wir zuerst links herum. Und zuerst links herum, ich habe keine Ahnung. Links halt? Obwohl rechts näher dran ist. Bei diesen zwei Kisten, wo man dann, glaube ich, hinkommen könnte. War ja schon mal so hier, wenn ich mich recht erinnere. Erinnere. Der hat mich umgehauen und ich habe den Schatten nicht losgelassen. Was zur... Okay. Dich mag ich nicht mehr. Scheiß Erdechse, wenn ich richtig gelesen habe. Oder war das gerade falsch von mir? Ich habe Heilen drin, ne? Ja. Uiuiui. Die sehen mir stärker aus als vorher. Viel stärker und dann gleich vier davon. Ich glaube, ich bin gleich tot. Oder auch nicht. Fushira, Level Up, also Minotaurus. Mein Gott, bekommt er wenig HP, aber... Der ist irgendwie schlecht. Er bekommt... Naja, durchschnittlich. Alles durchschnittlich. So zwei immer, so... Stirb. Boom. Stimmt ja, die waren ja nicht so stark. Ach. Gut, dann. Danke. Und jetzt will ich die Kisten. Was ist in den Kisten? Hallo? So. Jägerinnenrüstung. Und Jägerrüstung. Mal sehen, was bringt ihr denn Schönes? Einmal für klug. Jäger. Boah, hab ich viel. Jägerinnenrüstung. Was hat Klug gerade? Das hier? Ja. Bringt gar nichts, also.
Dübes? Nein, das hat sie nicht. Doch, hat sie das? Nein, hat sie nicht. Und, hä? So, dass sie verstärkt wird. Also, sie können Diebesrüstung tragen anstatt Dingskleidung. Naja, Jägerin, Dingsens macht mehr. Die kann man dann fusionieren mit irgendwas anderem. So, Jägerrüstung. Ein schlechter. Nur weil ich fusioniert habe. Ja. Was hat er jetzt so an, dass es gleich stark ist? Oh, die habe ich an, die hat er an, ja. Ach, gucken wir uns beim Kombinieren mal genauer an, was man jetzt mit was kombiniert, damit, durch da, damit Elementarverteidigung, Resistenz, wie auch immer ich das jetzt nennen sollte. Und irgendwie haben wir 1746 Gold. Geld, Gold, wie auch immer, wie, ja, hat man irgendwie gesagt, dass wie das genannt wurde? Ich glaube nur Geld, oder? Oder Gold, oder sowas. Das weiß ich jetzt gerade irgendwie nicht. Mehr, so. Da geht's rein, da geht's hoch. Oder runter? Wenn runter geht, würde ich doch gerne mal lieber... Es geht runter. Lieber mal hier durch. Ach nee, da kommt man wieder zum Anfang hin, ne? Dass man jetzt hier den Eingang frei hat. Hat man, hat man, hat man. Ja oder nein? Ich sehe gar nicht, was ich da eigentlich machen sollte. Waren wir hier schon? Oder waren wir hier nicht schon? Ja, hier waren wir doch eben. Mensch, Mensch, Mensch. Gut, dann sind wir hier einmal rum. Und gehen noch tiefer. Mein Gott, wie viel tiefer will das noch gehen? Hier ist ein Speicherpunkt, das ist schon mal schön. Nur was gerade ist, dann würde ich sagen... Bosskopf! Yummy, yummy! Komm, Bosskopf. Habe ich recht? Boah, ich habe recht. Wow, an einem Ort wie diesem zu schlafen. Psst, nicht so laut! Entschuldigung, was sollen wir jetzt tun? Sinnloses Töten ist nicht gut. Lass uns leise vorbeigehen. Oder es kann sein, dass sie sich fürchten? Was hast du gesagt? Ich mich fürchten? Niemals! Dieser große Klops, den blas ich doch allem sämtlichen Lichter aus! Und jetzt ist er wach. Ja, vielen Dank, Opa. Hilfe! Lauf! Unmöglich, es gibt keinen Entkommen. Oh mein Gott, sowas typisches, ey. Aua. Boah, der Feuer hat aber Schaden gemacht. Stirb. Boah, das war ein kritisch. Cool. Stirb. Boom. 201 Schaden? 221 oder was habe ich da gerade gesehen? Klug, ich heile dich. Uns. Aua. Der ist schon tot. Irgendwie bin ich viel geleveter, kann es sein. 12 HP, er hat voll viel HP und voll... Hab ich gerade... Sehe ich gerade richtig seine... seine Verteidigung steigt. Ich dachte gerade, das wäre magischer Angriff. Windschwert! Cool, jetzt brauche ich nicht mehr Wind, sondern Windschwert. Da ist dieses Windelement-Basis noch gleich viel stärker. Den Sauerfossil, 300 Gold, kleiner Ring und Gildentracht. Ja. Hä? Was ist das? Megametall? Hä? Was ist das? Hey! Ist das nicht Megametall? Wuhu, ich hatte recht. Wirklich? Yippie! Megametall erhalten. Anscheinend hat dieses Monster es für etwas Essbares gehalten und verschluckt. Gott sei Dank. Wenn wir es nicht bekämpft hätten, hätten wir es nie gefunden. Stimmt. Wenn das mal kein glücklicher Zufall ist. Muahahaha. Punkt, 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 Punkt. Hä? Sieht aus, als wäre weiter unten noch etwas. Ah, dann stecken im Keller meines Hauses also noch mehr Geheimnisse. Gehen wir! Doch, links, rechts. Jetzt könnte man theoretisch speichern, aber kommt auch nicht so schwer. Uiuiui, das kommt uns doch bekannt vor, irgendwie ein bisschen, ne? Kann's sein. Kann's nicht sein. Kann es doch sein.
Ich habe keine Ahnung. Hey, wir sind an einem seltsamen Ort gelandet. Sieht nach alten Ruinen aus. Er guckt sich um, entdeckt was. Was ist das? Schau, irgendetwas ist dort drin. Und? Uiuiuiui, was ist das nun? Kommt mir gar nicht bekannt vor. Oh, oder ein kleiner Nene? Oder ein Kind von dieser Rasse, von dem wir da vorhin und so. Das ist doch nicht Destroy? Destroy, wer ist denn das jetzt wieder? Kannst du einen letzten Teil oder sowas? Destroy? Ah, richtig. Du weißt ja gar nicht, wer Destroy ist. Vor 2 Jahren gab es eine große Schlacht mit einem Altvorderen namens Nene. Im letzten Augenblick erschien Destroy und verriet Nene. Nene. Waffen aus längst vergangener Zeit. Das sagten sie, glaube ich. Es muss also immer noch Überlebende hier geben. Ja, die zwei, die wir am Anfang gespielt haben. Aber ich muss sagen, wie er hier so liegt und schläft, ist er ziemlich putzig. Überhaupt nicht. Oi, oi, oi. Hallo? Was ist los? Es ist nur sein Gefühl, aber ich glaube, er versucht nach irgendeiner Art von Energie. Was? Ich hab mich verlesen. Scheiße. Energie? Warum gibst du ihm nicht etwas aus deiner Schatztruhe? Hä? Energie aus meiner Schatztruhe? What the hell? Oh, ist dieser Schatz. What? Kiste! Gibt's auf der anderen Seite auch eine? Nö. Och, Mensch, Spiel. Symmetrie. So, was gibt's hier? Blauer Samen! Derzeitigen Wachstum 0. Zwei Samen geben? Ja. Einmal blauer Samen gegeben. So, bloß der ist jetzt auf 100%, Alter. Ist der es? Sieht aus, als würde es ihnen schmecken. Ich weiß was. Warum ziehen wir das Treu nicht selber groß? Wie? Wird es keine Probleme geben, wenn er richtig groß wird? Oder hat er das eben gesagt? Nein, keine Ahnung. Jetzt, wo wir das geklärt hätten, Henny, bleibst du bis zum bitteren Ende bei mir? ja? Warum nicht? Ich meine, Partner und so. Immer wenn wir Samen finden, müssen wir jetzt, glaube ich, hierher. Bis 100% im Wachstum ist. Letztendlich ist was. Genau, 100 Samen. What the hell? Genau. Ich sammle mal 99 Samen und komm wieder. Mein Gott! Jetzt fehlt nur noch das Fragment der ewigen Maschine. Wo können wir das finden? Vielleicht sollten wir zurück ins Mechat-Labor gehen. Gut, ich hoffe, das vergesse ich nicht unterwegs. Huhu, Teleporter nach draußen. Wo kommt der dann auf einmal her? Ach ja. So, ich habe nur befreundet bekommen. Und ja, hier waren wir da. Da und so waren 100, glaube ich, drinne. 100 Gold, Geld, wie auch immer. Gibt's hier auch noch was? Nö. Okay, dann geht es hier aus, oder daneben? Ich habe keine Ahnung. Diese Kamera ist so ungewohnt, denn ich glaube, hier kommt man dann noch raus. Da ist eine Vase, vielleicht ist da was drin. La 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 la. Als ich dachte, Zimmer nebenan müsste man da irgendwo reingehen, aber nein. Nichts? 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 Och Mensch. Aber nein, dann bin ich hier ins Zimmer gegangen und dann kam schon die nächste Sequenz. Alter, Alter. Auf einmal war ein Boden im Loch. Loch im Boden. So. Was ist das denn für eine Tür? Welches Level ist dieser Boss hier? Level 15? Tür der Blumen. Öffnen? Nö. Ich bin erst Level 9, ich gehe da frühestens mit Level 10 rein. Salia kennen wir noch nicht. Ha, gut. Dann ab ins Mechat-Labor. Vielleicht müssen wir jetzt zu Salia und so. Haben wir noch dieses Fragezeichen? Eine Fische, hä, was ist das? 100 Gold! Ey Mann, ihr seid nette Fische!
Ja. Wäre lustig, wenn man da jedes Mal 100 Gold bekommen kann, wenn man da irgendwie vorbeikommt nach einer Mission und so. Ach nee, wir gehen erstmal hier rein. Wie immer. Denn wir haben einen Kleinring oder so bekommen. Möchte mal wissen, was der jetzt bringt. Großer Ring, kleiner Ring. Was? Dinosaurierfossil? What the hell? Okay, wir haben Wasser. Am meisten. 100 Gold für die Verbindung? What? Wehe, das bringt jetzt mehr als nur. Ne, auch nur. Abwehr. Großer Ring war. Angriff, ne? Hier du. Ah, wir haben Erz. Können wir das mit Erz? Äh, 20 Angriff, 30 Feuer. Okay, das wäre für mich an sich gut. Plus 20 TP auch noch. Aber ich will nicht nur auf freies Gebiet sein. Mal gucken, was können wir hier mitmachen? 7% Chance auf Vergiftung. 30% Chance auf Unmacht. What? Dinosaurierfossile sind ja geil. Ich brauche mehr. Warum gibt das? Kann man den nicht mit Wasser verbinden? Und, okay, ich brauche mehr von diesen Dingern hier. Was kann man jetzt mit Nächstes machen? Keine Kleidung flicken. Doll. Er hat Angriffskraft, Verteidigungskraft, ja. Verteidigung hier. Abwehrkraft, ja. Gut. Ach ja, wir haben ja einen Ninja kaputt zu bekommen. Warum habe ich die nie ausgerüstet? Oh, die hat Dunkelheit. Resistenz und nicht Erde und Dunkelheit. Verdammt! Warum nicht beides? D-Rang, C-Rang. Gut. Die Wahlhelm würde ich so sagen, kombinieren wir bis zum geht nicht mehr. Und das wär's jetzt. Was soll. Dann. Wer hat den denn gerade ausgerüstet? Ich habe keine Ahnung. Ui, ui, ui. Das gibt. Schöne Helme. Was heißt hier schön? So, Jibai-Helm, der ist noch nicht auf voll. Ist der schon auf? Der ist auf voll, ne? Der ist nicht auf voll. Dann die beiden hier. Und ich werde mein ganzes Geld. Wir haben so viel Geld. Ich dachte, wir hätten irgendwas mit 1700. Was geht ab? Feuer- und Windresistenz. Wenn man das jetzt hier mit kombinieren würde. Plus 1, nur weil es ein anderes ist. Na, naja, lassen wir es so. Ich habe viel zu viele Rüstungen. Ich glaube, das mache ich irgendwann offscreen. Ja. Sicher. Ja, du auch. Du mich auch, Energie. Okay. Dummes Kabel rein. Dann fliegt mein Headset mal kurz runter. Dann verhängt sich mein Headset noch. Das ist super. So. Dann würde ich sagen, ich mache den Rest offscreen. Das ist mir gerade zu viel und ich will euch nicht langweilen mit ewigen Kombinieren. Meine Güte. Dann würde ich sagen, naja. Nehme ich eigentlich schon relativ lang genug auf. Würde ich sagen, mache ich es doch gleich offscreen und beende den Part. Bis zum nächsten Mal, Leute.